Hallo Facebook, hallo YouTube. Hallo YouTube-Book. Hey, Facebook. Für die, die was nicht machst kennen. Du da unten eigentlich? Ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Olle, hab mich mal vergraben. Welche Olle? Ja, auf dich. Hier. Was? Auch, aber auch wieder interessant. Ich bin doch sensibel. Hör auf, die Taschenlampe. Ja, ich kann durch das Holz dich anstrahlen. Ey, du weißt, der Slender ist hier unterwegs. Ja, also herzlich willkommen zu Starbound in der zweiten Folge. Wir haben uns gedacht, unsere Hütte lassen wir erstmal da hinten. Ja, das hast du dir gedacht. Sag mal, ich glaube, du hackst. Hast ich glaube, ich hack. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Ja, leuchte mir da mal. Ich glaube, da hinten taucht was auf, was ganz lustig ist. Warte mal. Ich nehme mal lieber die Taschenlampe in die Hand. Ja, genau. Wenn es in die Luft schreckst, dann kommt das auch ganz gut. Guck mal, siehst du das? Guck mal hier, was ist das hier? Was ist das Rote? Was ist das Rote? Kann man da rein? Spring mal rein. Guck mal, ob das geht. Da schießt einer. Wie da schießt? Ja, hier so ein fliegender Dinosaurier. Dinosaurier. Ach, das hier schon. Du machst, guck mal, das sind wieder diese Pupstiere. Pupsaurier. Ach so, ist. Oh. Also ich verabschiede mich. Das war ein synchroner. Ey, das war ein Test. Synchron gestorben, ne? Ja, das war ein Test. Kann man machen. Das war auf jeden Fall ein Test. Sag mal, Herr Spunde, was? Captain Spunde. Captain Spunde für dich was immer noch. Was trinkst du eigentlich? Tee. Pfefferminztee. Wieso denn das? Ist cool. Also der Tee ist mittlerweile auch cool. Also ich bin wieder auf dem Planeten jetzt. Okay, ich komme. Was trinkst du denn? Darfst du jetzt... Ja, Saft. Gerstensaft. Vielleicht. Wo bist du? Ich muss dir diese Tiere zeigen. Du musst herkommen. Wo bist du? Hier laufen sie. Bist du links oder was? Links natürlich. Ich will sehen. Was haben die denn da hinten? Ey, ohne Scheiß, ey, dass die überhaupt die Evolution überlebt haben, ist schon nah. Warte mal. Ich mach jetzt mal die Geräusche. Also so machen die, glaube ich. Guck mal, die sind im Mund. Hey, seid ihr glücklich? Ja, weil wir sind blöd. Ja. Ja, genau. Aber guck mal, was haben die denn hinten? Aber Hauptsache eine Hose tragen, weißt du? Ey, da haben sie einen ganz klaren Vorteil gegenüber mir, weil ich habe einfach nur einen Lendenschurz. So, wollen wir nochmal zu Lava, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf... Oh. Gehen halt hoch. Die furzen auch. Was ist das? Wir hatten hier schon wieder die Tür offen gelassen. Komm mal her. Da stehe ich drüber. Oh, er schießt Seifenblasen. Das ist eine sehr feindliche Welt. Die hier, vor allem Riesenvögelei. Also ich helfe dir. Vögelei. Ich helfe dir gleich, ne? Ja, ja. Ich setze mich mal kurz ans Feuer. Ist kalt, gell? Ja. Ja, ich ins Gras, also ich. Die greifen hier relativ früh an, ne? Das Loch kenne ich doch. Das klang nicht so. Also meins ist es nicht. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt hier so ein bisschen. Du mach's mal. Dann wissen wir endlich Bescheid. Ich leuchte da mal rein. Ach ja. Ich glaube, da wirst du unglaublich sterben. Ja, komm, wir gehen mal. Aber warum hackst du jetzt rum? Achtung! Ja, das war. Das war jetzt. Jetzt wissen wir es. Wow. Ich hab mir schon gedacht, was macht ihr da? Was macht es da? Ich hab. Das war wie damals mit der Herdplatte, wo es hieß. Na, nicht Rick. Anfassen. Bist du da auch gestorben, wieder gespawnt? Ohne Scheiße, ich wünsche mir so einen Safe-Grill-Modus. Ein Safe-Grill? Aber, eine Frage an dich. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du die Wahl hättest. Haben wir schon fliegen, eine News? Ja. Haben wir schon eine News? Oder ein Safe-Grill-Modus, aber nur an zwei Punkten deines Lebens. Okay. Also, ich tendiere zu fliegen. Ich erkläre dir auch warum. Okay. Du hast zwar nur dann zwei Punkte über, die du benutzen kannst, aber ich finde es trotzdem unspannend. Also du kannst ja dann einmal im Leben zum Beispiel sagen, jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke und versau alles. Ja. Aber dann ist das ja auch nicht cool. Also weil du kannst jetzt sagen, ja jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt wieder spawnen, ja. Und heute bin ich mal richtig, ja, heute nehme ich Koks und Heroin. Auf einem Löffel, weißt du. Ja, das Problem ist, du hast ja nur zwei Speicherpunkte. Das heißt ja,
Du bist ja, ich sag jetzt mal als Beispiel, kurz vor der Grundschule und dann irgendwann was anderes. Also, ach so, meinst du das? Aber du kannst den gar nicht festlegen, den Speicherpunkt. Nein, du hast aber nur zwei. Also du hast zwei fixe Speicherpunkte, die du dann immer wieder anwählst. Verstehst du? Ja, die kannst du auch dann beliebig oft wieder. Du kannst beliebig oft wieder, also quasi, das ist immer die Frage, ja, also eine gewisse Unsterblichkeit hast du ja da dann natürlich, weil du immer wieder an den Punkt zurückgehst, ja. Aber du, ich sag mal, du willst jetzt halt, ich werde jetzt in die Grundschule versetzt. Richtig. Ja, und das heißt, du musst aber die 4 Jahre erstmal hinter dich bringen. Also ganz ehrlich, ich möchte meine Schulzeit zum Beispiel, so schön sie teilweise auch war, nicht nochmal durchleben. Ich bin ganz froh, wo ich jetzt bin. Ja, aber gut, ja, deswegen halt fliege ich. Ja, aber das ist ja, guck mal, dann lernst du vielleicht nicht die Leute kennen, ja, die du sonst kennengelernt hast. Ja, du würdest vielleicht trotzdem einiges verpassen. Ja, das klingt schon wieder fast nach Schicksal. Also du, ich würde persönlich... Aber das ist ja hier so ein bisschen Butterfly-Effekt-mäßig, was du gerade... Ja, also ne? ich muss auch sagen, also ich finde es reizvoll mit den Safe... Guck mal, das rüsselt hier. Also die haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht. Oh. Hä? Wo bist denn du hier? Ach ja, da ist so ein ganz kleiner Punkt. Da hat es auch gereicht, einmal reinzuhüpfen. Ja. Boah, das ist... Also ich finde den... Na, wir geben dem Planeten noch eine Chance, wir müssen noch ein bisschen hier rum. Nee, wir lass uns mal. Wir haben eh nicht genug Kohle. Na, auf jeden Fall, 200 brauchen wir, aber wenn jetzt schon die Lava da oben. Dann aber ich höre irgendwas. Ich glaube, hier ist mehr als. Als hier gibt es noch mehr. Ich glaube, der Planet wird noch cool. Schluck aufgehabt. Nee, aber der Safe-Game-Modus ist trotzdem recht reizvoll. Also, finde also, ich schon. Ich hab mich aber jetzt, Fliegen ist geiler. Da kannst du so direkte Man machen. Ich habe mich fürs Fliegen entschieden, weil ist cool. Ah, guck mal, ich ernte gerade, wo ich gerade hier bin. Ich entscheide mich für die Safe Games. Gut, komm. Dann haben wir beide uns entschieden. Ich habe jetzt Essen geerntet. Cool. Cool. Ah, jetzt habe ich auch neue Samen. Oh Gott. Er hat Samen gesagt. Boah, fast. Hey du, Fisch. Nee, was bist du? Mach dich platt. Ich habe jetzt hier so Coral Creep. Was hast du? Oh, die sind giftig. Für jeden, außer für... Boah, du musst weiterlaufen. Ja, ich muss mal gerade gucken, ob wir die Bären zusammen essen können überhaupt, weil hier sagt, die wären giftig. Boah, wie geil. Ich komme sofort. Ich kümmere mich ums Futter, ja? Ja, ist ja super. Ich hab unsere Bude gefunden. Ich hab ein Haus für uns. Nee. Wir machen Hausbesetzer. Alter Punker. Ich hab sofort angefangen. Was hältst denn du momentan von den... Soll ich die Frage stellen? Das ist ein bisschen... Nee. Was da in Hamburg abgeht. Boah, geil. Wir haben richtig Glück. Und ich bin gerade voll glücklich. Gut. Gut ausgewichen. Bereden wir nächste Mal. Matze, wir haben eine gute... Ah, jetzt weiß ich, was da rumklingt. Warte mal. Wo bist du dann? Ich bin nur weitergelaufen. Folge den Schnarchgeräuschen. Bist du da unter Tage? Ah. Nein, ich bin nur weiter. Ich bin einfach nur weiter links. Guck mal. Geil, wie oder? Geil ist das denn? Hammer, oder? Ey, und weißt du was? Was ist denn da unten los? Das ist jetzt meine Tür. Das ist mein Fernseher. Aber guck mal, was ist denn das hier? Kann man da was aktivieren? Nimm alles mit. Nee, ich will es aktivieren. Geil. Ey, ich nehme hier alles mit. Ey, hier geht's. Pass mal auf. Ich geh mal noch. Erstmal, pass mal auf. Erstmal sehe ich hier ganz viel Geld kassieren. Mein Poster. Mein Post, mein Stuhl. Ja, ich würde sagen, das ist unser Haus, oder? Nee, ja, dann, aber warum nimmst du denn alles raus? Willst du es nochmal neu dekorieren? Ja, oder? Ja. Ich will mehr Fenster. Also, das Poster ist geil, dieses Big Ape. Ich lasse dann die aus. Große Affe sieht alles hier. Boah, es freut mich voll gerade, gell? Ach, guck mal, da unten ist irgendein Labor. Komm mal kurz mit. Da ist ein Labor mit Strom. Guck mal hier. Boah, die kannst du bestimmt auch einsammeln. Das ist so wie eine Falle, ne? Wenn ich das nicht abbaue, dann geht es bestimmt aus, ne? Ja, klar. Warte mal. Ja, das ist wahrscheinlich für später, ist es gedacht. Ja, wenn das Spiel mal kompletter ist, meinst du? Ja. Warte. Halt das Gerät weg, da müsste ja eigentlich alles ausgehen, oder? Ja, das dauert ja hier, du Heidemann. Nee, das klappt nicht. Stopp, jetzt schief. Oh. Mama. Ist er tot? tot. Wirklich?
mache ich, wenn ich sterbe? Bist du auch tot? Nee, nee, ich bin hier noch frischer Fröhlich. Ach ja, also gestorben wird viel. Ja, das ist aber so, aber es hat halt noch keinen wirklichen, weißt du, Nebeneffekt. Also du kannst halt sterben, so, und dann kommst du halt wieder. Das ist halt so ein... Das wird sich wahrscheinlich noch ändern und deswegen, weißt du, craften noch die Leute, die nehmen noch alles mit, was geht. Alles, was nicht zwei Hände hat. Tot. Ah, wie soll man... Das ist cool. Ey, schön. Freut mich direkt so eine Hütte. Also was mit dem Sterben, oder? Achso. Ach ja. Ey, wenn du wiederbelebt bist, was ist denn bei dir auf dem Screen? Mm. Bei mir bei mir ist es ein Ei und dann werde ich quasi ein Küken und dann... Ich kann es dir gerade... Ich war nicht aufmerksam. Ich sag, also es wird wieder passieren. Oh! Ja, ich werde auch gerade hier von einem Buddy Slam angegriffen. Der hat doch gerade ordentlich den Buddy Slam. Boah, und ich hab gerade Party in der Haus. Party im Haus? Ja, ich hab hier 1 Million Arschlöcher, die was von mir wollen. Ich meinte, bitte? Nette. Was ist denn hier los mit dieser? Ich guck mal gerade. Sie wollen alle mein Bestes, nämlich mein Geld. Oh, ich setz mich mal wieder ins Feuer. Mach die Tür zu! Mach du doch die Tür zu! Ich hab mich verdrückt! Ha, Geld! Hi! Ja, ja. Ja. Boah, ich feier das echt schön. Schon so ein Haus, cool. Ja, aber wir müssen trotzdem nochmal gucken, was da in dem Strombereich ist. Es hier? Was da abgeht. Ja, auf jeden ich glaube, da unten, ich befürchte. Oh. Was denn? Lüx! Nein. Ja, du wolltest mir eine Chance lassen. Ich wollte nur mal gucken, was passiert. Also ich bin eine Seifenblase. Da kommt ein Spermium. Tatsächlich, kein Spaß. Also man sieht bei mir so eine Art Gebärmutter, wo ein Spermium rauskommt. Und das bin dann ich. Wolltest du wissen, ne? Ja, das wollte ich wissen. Krass, das ist ja alles schon Obsidian hier, direkt an der Oberfläche. Okay. Boah, ich werde direkt wieder angegriffen. Obsidian. Hier wächst alles ein bisschen weiter oben direkt. Ja, Lava gleich unterm Grund, ne? Ja, ach, Silber habe ich hier. Ach, so. Schade, okay, aber cool. Silber ist auch gut. Aber das Spiel läuft stabil. Ey, ohne Scheiß, wir richten uns da mal in dem Haus oben ein und dann... Na gut, wir spawnen so oder so, wir haben sie gleichen. Kann man den Spawnpunkt ändern auf dem Planeten? Wie ist das? Bestimmt, später kannst du das, aber ich hab's selbst noch nicht... Nein! Boah, fuck. Was denn? Tot. Okay, es läuft gut. Ich mache hier auch. Es kommen auch immer mehr Gegner, habe ich das Gefühl gerade. Ja, wir haben gemerkt, dass wir jetzt ein Haus besetzen wollen. Jetzt sind die böse. Ey. Also ich habe ein sehr schönes Plakat auf jeden Fall mir geklaut eben. Das hänge ich mal trotzdem in unsere Hütte, weil wir müssen ab und zu hier hin und weil da gibt's auch unser Weed. So, das zeige ich dir mal. David. Ich hänge das mal hier über die Bank. David. Zack. Sehr schönes Plakat. Ich glaube, ich grab mich jetzt hier gerade mal durch. Das okay. War jetzt alles, was ich an Wertstoffen finden kann. Ja, ich bleib mal lieber bei dir, weil sonst sieht man mich ja gar nicht. Wo wenn wir da und sterben, ist es schwierig. Wo bist du denn jetzt genau? Ich bin am Anfang, am Spawnpoint. Aber ich komme gleich zu dir. Ja, es wird schon wieder angegriffen. Was wollen wir machen? Also wollen wir noch weiter da? Ja, lass uns doch mal gucken, was unter dem Strom ist. Erstmal, oder? Ja, okay, alles klar, dann machen wir das. Ey, dann machen wir hier gleich. Oh, verlaufen. Du Idiot, springst hinterher. Guck mal hier, das Plakat. Boah, geil. Big Ape is all seeing. Oh mein Gott. Geil. Ja, auch so ist all seeing. Warte. Ape, fuck you. Ah, nee. Ape, fuck you is no joke. Ja, cool. Weiter geht's. Ey, guck mal. Was kommt jetzt? Hä? Das ist beeindruckend. Geht so, ey. Wenn ich jetzt da reinhüpfe, ne? Hey. Weißt du, ich will hier für die Natur nachhaltig und so, weißt du? Oh, Matze. Was Captain Spunde, sorry. Ja, ist okay. Oh, erstmal hinsetzen. Das muss. Sorry, erstmal ein Päuschen. Okay, lang. Oh, da kommt wieder so ein. Ey. Der Rücken.
Kugeld. Da gibt es bestimmt, ey, da gibt's ohne Scheiß, da gibt's Waffen, da gibt's alles, was wir brauchen. Jetzt pass auf, oh. Fast ja. Wieder, ne? Also ich, warte mal, ich mach jetzt mal hier, das reicht mir. Ja, jetzt. Genau, mach mal zu. Wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt Holz nehme. Ich habe gar keine Erde oder sowas. Doch, doch. Ich hab doch schon gemacht. Ich mach hier du? Mal, ich bin ja auch, was du nicht weißt, ich bin ja auch Was bist du? Ich bin ja auch Beauftragter für Sicherheit. Arbeitsschutz, ja. Ey, du Problem. Oh. Problem. Weil der Rache wird schwierig. Wird schwierig. Oh. Nicht jetzt, nicht jetzt. Ist mir egal. So, ich weiß nicht, was du machst. Ich gehe jetzt da runter. Ey, warte mal. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon ein starker Planet der Affen, weil hier überall so Affencomputer. Ja, ne? das sind die Affenmenschen. Du musst dir, guck mal, du kannst hier überall reingucken. Ach, du kannst da in die Schränke reingucken? Ja, hey, natürlich. Ey, ich klau nicht alles. Warte mal. Das ist alles jetzt hier. Boah, ey, endlich mal einen ordentlichen Fernseher. Also, Freddy, komm mal kurz her. Ja, ich komme. Warte. Hier steht ein Schild mit Danger und ich werde diese Konsole trotzdem mal bedienen, glaube ich. Danger? Was? Wo? Hier? Okay, ich kann damit nichts machen. Ich will das haben. So. Jetzt hab ich's. Dann nehme ich das. So, Danger ist hier nichts. So, ich gehe. Weiß nicht, was du machst, aber ich gehe jetzt hier. Oh, oh, oh. Ey, wenn man da einmal reinhüpft, ist aber auch schwierig. Wow. Was ist das? Geht's? Guck mal hier. Ey, warte mal, wir müssen uns mal hier so einen Weg bauen. So. Wenn ihr denkt, Danger. Oh, oh. Okay. Scheiße. Du auch? Ja. Nein. Verdammt, ey. Also in Synchronsterben sind wir einsame Spitze. Das macht kann ganz nicht keine... jeder. Das kann echt nicht jeder. Das wird boah, auch... Wir sind immer noch echt viel zu laut. Jetzt ey, wir ja auch bald... hier. Wir schreien hier ich die ganze fast Zeit gesagt, so. Ich gesagt, ist ja jetzt auch bald Olympia. Ich weiß nicht, ob Putin auch mit Synchronsterben. Ich glaube nämlich schon. Ey, warte mal. Lass einmal ganz kurz. Willst du jetzt nach. Da ist wieder so ein Schlag. Ach, nee, wir fangen jetzt Neues an. Komm. Ey, ich hab die Sprungtaste gedrückt und ja. Ich wollte nicht. Die Schwungtaste. Wäre geil, wenn man so ein Jetpack hätte, ne? So. Das kriegst du später, gell? Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Wollen cool. Wir erstmal eine Runde pennen oder vielleicht wieder Nacht? Nee, also pennen ist ja eigentlich nur gut, wenn du krank bist. Sehr geschickt mit dem. Ja, war klar. Ich hab's befürchtet. Der kriegt aber schon Feuer. Ein Fireball. Oh. Ganz ehrlich. Ich verreck gleich. Ich hab Fleisch. Warte mal, ich hab noch Bandagen. Das ist egal, ich geh pennen. Nee, ich hab doch keine. Ich hab gelogen. Egal, ich hab gelogen. Ich müsste mir auch mal so ein Bett kaufen. Bauen. Baufen. Was hast du da? Hast du da was vor? Muss ich mal heilen. Kannst dich ja heilen dadurch, gell? Ja. Ich guck mir erstmal da oben die Schränke an. Weil jetzt, während du hier schläfst, werde ich erstmal alles plündern. Ja, was war, hast du im Schrank gefunden eben? Nein, ich hab nichts Besonderes. Also hier ist gar nichts drin? Nee, hier ist es, also ich hab eigentlich schon. Ich nehme mal hier dieses Stück Gehirn. Hast du mir Bandagen gegeben? Nee, oder? Nee. Oh, okay. Ich hab gar keine gehabt, mach. Craft. Oh, das mache ich jetzt. Während du schläfst, werde ich mal ein paar Bandagen. Craft. Ja. Ich geb dir trotzdem. Aber das wäre jetzt. Ich will dir jetzt eigentlich nicht. Kann ich denn das hier? Guck mal hier. Jetzt habe ich nämlich alle weg. Da würde ich dir 9 auf einmal geben. Das müsste auch irgendwie. Dass man da nur eine gibt zum Beispiel. Ich merke, du bist voll konzentriert. Ja, bin ich. Was? Jetzt ist hier. Warum ist jetzt hier so ein Tier gespawnt?
Affenkäfig. Nee, eigentlich eine. Bitte? Fern. Weißt du, was Fern heißt? Eine Fernwaffe. Eine Fernwaffe? Eine Fernwaffe? Ja, dass ich auch mal von Weitem schieße. Boah, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also ich hatte mal so eine Laserkanone in meinem Singleplayer. So. Okay. Aber die war auch nur so, die war zwar cool, aber da musste ich schon nah an die Dinger ran. War dann doch ein bisschen schade. Weiter. Wo bist du? Du bist jetzt wieder. Ich baue hier gerade ein bisschen. Das ist schon wieder mein Sparkle. Ja, der war nicht feindlich. Danke, dass du mir jetzt runterschickst. Okay. Aber ich find's, das find ich doof. Weißt du, der hat jetzt seine Schnauze im Sparkling drin. Und was? Mann. Weißt du was? Nein. Och, Mann. Also... Ich warte mal auf dich. Ich bin schon wieder gestorben. Ja, ich warte hier auf dich. Aber bist du noch weiter? Nee, ich war ja schon ganz da unten. Ja, ich hab's gesehen, aber ja. Ich warte jetzt hier einfach. Ich hab's wieder zu eilig gehabt. Ich muss mir mal hier so ein Getränk aufnehmen. Vor mir. Lass mal gucken. Ja, ich hab hier was. Warte, ich crafte einen. Craft mir mal gerade ein Werkzeug. Wir sind hier im Büro von mir. Wo normalerweise verkaufe ich Aktien. Falls es den einen oder anderen interessiert. Oder auch nicht. Ich würde mir noch jetzt einen Tee trinken. Schön ordentlich. Was verkaufst du? Aktien? Aktien, weißt du doch. Stimmt, du bist ja... Ja, aber du bist ja auf der alten Börse. Ich bin mit Bauern. Ey, du, ich meine, Getreide macht auch ihr Geld. Richtig. Hier. Richtig, damit hat's... Ey, also... sind gerade... zwei so Feuerviecher hinter mir her. Und die lassen sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Glaub. Kann sein, dass ich gleich nochmal sterbe. Was haben wir denn? Ich eile. Ich warte hier auf dich. Es ist wer? Du musst, ja? Musst schnell da sein, weil wir haben bald wieder ein Folgenpäuschen. Ja, ja, dann... Also ich mache jetzt nichts Illegales, was sich die Programmierer nicht gedacht haben. Ohne Scheiß, wir müssen echt Ressourcen uns holen, weil ja. Das kommt dann viel, viel besser. Ohne Scheiß. Ah, du hast es ja auch ganz geschickt gebaut hier. Wir bauen da einfach mal, warte mal. Genau. Mach du mal, ich lauf vor. Oh, schön, hab mich verbaut. Hab da Dreck gefunden. Ich bin ein bisschen mutig gerade, merkst du? Schon echt. Warte mal, ich probier mal. Hui! Ich hab's nämlich... Oh Gott, es wird nicht besser. Freddy. Man glaubt ja immer, man kommt weiter, aber... Ich baue das mal jetzt. Das nervt mich. Strom. Nein! Oh. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Entschuldigung. Das ist ein guter Zeitpunkt. Vielleicht. Ah, wir haben noch ein bisschen. Ja. Also ich bin gerade... Das war jetzt einmal zu... Mir ist es stinkig. Ich wünschte. Nee, was halt schade ist, man spawnt halt immer an demselben Punkt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch
das gerade hier so vonstatten geht, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Hier sind wieder unsere Freunde. Ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen sollen, mit dem die gerne mal den Mund offen haben. Ich bin gleich wieder tot. Die mögen wir nicht. Wo bin ich zur Hölle? Wahrscheinlich in genau dieser. Ach, das ist ganz gut. Ohne Scheiß, ich cheat mich hier einfach durch. Ich grab mich jetzt hier einfach runter. Ja. Ich hab mich verlaufen. Ich klau hier einfach jeden Fernseher. Wir sind Bürostühle. Brauchen wir die? Immer. Alles klar. Sag. Ich bin fertig. Ich bin mal gestorben. Schon wieder. Poison! Shit! Ich bin tot. Ja, ich warte hier auf dich. Weil hier kommen tot. Jetzt mehrere Monster. Hi, Fuhur. Ach, dein Haar, das weht im Wind. Krass, du siehst mich schon, gell? Ja. Ich springe auch schon, aber guck, obwohl ich hier immer noch im Startup bin. Was ihr jetzt nicht sehen könnt. Fixen. Ja, können wir direkt mal einen Entwickler. Guck mal, Achtung, da kommen wieder diese Feuerviecher. Ne? Ich sag's dir gleich. Bam. Ich bin hier. Sind jetzt so zwei. Ja, weil eben haben sie mich platt gemacht. Das ist aber gerade schlimm, oder? Geld. Da sind sie wieder, guck mal, unsere Freunde. Bob und Bilbo. Und Giselle. Er ist nur alleine gerade. Bilbo hat Feierabend. Boah, ey, hat er mich noch. Boah, Mats. Boah. Ja, Spunde. Der verfolgt dich aber auch knapp. Hast du noch Bandagen? Oh, ich bin ja selber fast tot. Ich muss weg. Tschüss. Stamm. Ja, ich muss mir ja gerade mal wieder so eine Bandage essen. Warte mal, guck mal. Ich geb dir auch. Vielleicht, wenn ich meine gegessen habe. Und wie ich bin. Komm, weiter geht's. Halt, die Frau kümmert sich erstmal hier um. Hast du geerntet? Achso, wie steht's mit meinem Essen? Ach nee, wir sind ja gestorben. Moment, hab ich nicht mehr Seeds? Doch, du musst im anderen Menü müsste noch mehr sein. Warte mal. Hier geht einiges schief. Müssen wir ein bisschen. Was ich hab, ist Fleisch. Das könnte ich auch mal braten. Was ist das denn? Wie ist denn heute schon Weihnachten? Ist immer noch. Schau mal was on Campfire. Ach so geht das. Ich koch mal eine Runde. Mal wieder Rollentausch machen. Ja, das sind sie. Das Schöne ist aber, die Schilder, die du geerntet hast, die habe ich in meinem Inventar. Also ich habe die für dich aufgefangen, kein Problem. Ach, die habe ich gern gemacht. Aber das ist auch gut so, weil ich habe da... Was du ja nicht weißt, ich bin ja auch beauftragt, nee, habe ich schon gesagt, für Sicherheit und Arbeitsschutz. Wenn ich hier schon den Strom sehe, natürlich darauf hingewiesen. Ohne Scheiß, ich will ja was craften, ich muss mal Stein sammeln. Stell dich das? Nö, du, ich geh mal, mach du mal, ich guck dir dabei zu. Schön. Wir brauchen langsam mal Ressourcen. Ja. Geht ja zu langsam, ne? Nee, gar nicht. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die sollten wir uns vielleicht schon mal so vorbereiten. Ja. Was auch gut wäre, vielleicht eine bessere Axt, besseres Schwert. Genau. Ja, sicher. Ja, na klar. Ja, na klar. Jetzt muss ich mal gerade gucken, kann ich? Ich kann. Tu mal da aus der Föß. Du mach mal. Ach ja. Schaff mal was für dein Geld. Hast du aber eben geschickt mich jetzt hier runtergebracht. Lass mal da mein Hobbykeller, ja? Wo noch nichts drin steht. Da, geil. Nee, wir brauchen so langsam mal Wichtiges. Den Stein habe ich jetzt. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Nein, nicht den Affen. Hey, ich hab da extra vorgemacht. Du willst natürlich nicht.
Eigentlich will ich nur das Buckling wieder wegmachen. Was hat denn das? Warum hast du denn jetzt hier so eine Präsentbox aufgebaut, wo nur Mist drin ist? Ey, weil ich's kann. Ganz einfach, weil ich's kann. Kannst du's? Ja, klar. Guck. Okay, 1-0 für dich. Aber das. Dafür habe ich schon. Ah, du hast. Ich habe da auch noch ein paar Sachen, die schmeiß ich mal da rein. Was hast du in den jetzt reinge. Ah, ja, die schnapp ich mir gleich. Ja, schnapp dir, was du willst. Braun ist so oder so alles. Mein Silber. Ah. Hey. Also du schmilzt und ich. Nee, Quatsch. Ich hab hier auch noch. Silber. Silvana. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Tore irgendwie runter machen, dass wir halt. Kupfer. Kupfer ist halt echt sau wichtig, dass wir. Kupfer? Ah, doch, hier. Iron Ore. 1. Ich meine, wir können auch die Pinguine rufen, ne? Nee. Ja, da habe ich schon von gelesen. Ich habe die letztens gerufen, das geht eigentlich. Wenn du, sagen wir mal, so ein bisschen halt schon gepanzert bist und alles, dann geht es sogar richtig easy. Genau, würde ich sagen, das können wir gerne machen, wenn wir dann soweit sind. Wenn wir dann gut ausgerüstet sind. Eisen brauchen. Noch mehr? Wie viel Eisen hast du? Ich schmeiß es dir mal vor die Füße. Ja. Iron. Aber ich bin eine sehr selbstbewusste. Vier. Ich geb dir mal Silber. Ja, nee, ist allzu wenig. Da müssen wir noch mehr. Ja, jetzt verkoppeln wir uns. Ja, komm, hier. Also machen wir erstmal unsere Challenge fertig, dass wir durch das Labor kommen. Ja, wir oder? Sind ein bisschen durcheinander, ne? Weil es auch gerade. Oh. Was denn jetzt? Wir haben überzogen. Nee. Doch. Ich gehe vor Scham in den Keller. Tschüss. Kommst du mit? Ey. So, das war aber die letzte Aktion. Ich würde sagen, das ist hier ein guter Platz. Ich gehe nochmal hier meine Füße waschen. Oh, warte mal, ich muss gerade nochmal so einen Strahl in die Ecke stellen. Oh. Ich muss mal ja, wieder, also, liebe Leute, wir haben leider etwas überzogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Das war der Captain Spundeke. Und, Freddy Fuchur. Mehr kriegst du halt nicht. Mehr kriegst du halt. Ich krieg nie eine tolle Anzahl. Die Zunge kriegst du mal rausgestreckt. Ja, besucht uns doch demnächst wieder bei Fuchurs Let's Plays. Viel Spaß fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Und tschüss. Hört euch Blackwater Horizon. Das ist mal wieder typisch für mich. Geduld ist keine Tugend. Ich würde am liebsten den Planeten verlassen. Und auf einmal taucht da ein Dungeon auf. Ja, supergeil. Und wir schlagen uns da durch. Ich bin mir zwar nicht unbedingt sicher, ob das im Sinne des Entwicklers ist, wie wir uns da durchschlagen, aber hey, es funktioniert, also tun wir das auch genauso. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit uns Zweien dabei, mit Spunde und mir. Wir haben auf jeden Fall immer noch sehr, sehr viel Bock drauf und wir sehen uns hoffentlich demnächst bei Fuchurs Let's Plays. Also, macht's gut! Hold on, stay strong for the fight.